Weiter geht's heute mit der Volkswagen Series und wir sind zurück im Drive Club. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und jo, auf geht's. In der letzten Folge haben wir unter anderem in der Rallye mal alle Zeiten geschlagen. Trotz eines kleinen Fehlers, der da irgendwo mit drin war. Ist aber nicht weiter tragisch gewesen. So, was haben wir denn als Aufgabe? Also drin. Deswegen, okay, jetzt verstehe ich das auch. Wie gesagt, das verstehe ich. Das erste oben ist diese. Das erste Rennen, dann das zweite Rennen und das unten ist gesamt. Also eine Top-3-Platzierung brauchen wir im ersten Rennen und das Durchschnittsgeschwindigkeitsduell von 121. Beim zweiten Rennen brauchen wir eine Top-3-Platzierung, das ist aber Standard. Und eine Rundenzeit von 1,51 oder weniger und am Ende brauchen wir eine Platzierung in der Top-3 der Meisterschaft und mindestens 20 Punkte. Der feine Sieg ist 15, dann 12, 10 und so weiter. Das heißt, wir bräuchten. Und müssen immer unter die Top 3 kommen, dann hätten wir die Aufgaben geschafft. Aber wie gesagt, in erster Linie müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir reinkommen. Also, wir haben nichts weiter außer den Beetle. Warum auch immer ich jetzt keine Verbindung zum Server habe. Naja, ist aber nicht tragisch. Gut. Let's go! Neue Lackierung und gib ihm. Ach, die Veranstaltung. So. Ich dachte, das wäre ein Zert Leon, aber das ist keiner, das ist Golf. Ich dürfe gerade noch mal zwei Kollegen vorbei jetzt bei Golf, aber die wollen. Das kriegen wir schon. Alter, irgendwie hat er gerade übelst mitgebremst. Ja, jetzt haben wir die zwei wieder, die jetzt oben die Stadt drin passiert haben, geholt. Gehen vorbei, greifen jetzt erstmal den nächsten Golf an. Also es ist nur viel Golf. Boah, Alter, danke schön fürs Mitgehen, du Arsch. Ja, weil wir dem, wenn ich noch ein mitgegeben hätte, wäre ich vorbei an dem Schwarzen gewesen, wäre ich in der Kurve außen kassiert. So, jetzt kann man die Markierung beginnen. Da muss ich mich gar nicht so ganz erinnern, dass ich die Geschwindigkeiten hochhalte. So, dann haben wir gleich die erste Runde durch und führen. Ja, dieses Durchschnittsgeschwindigkeitsduell haben wir schon. Wir haben es geholt. Wir haben zumindest alle Sterne zu bekommen. Die eine Zeit haben wir nicht bekommen, das haben wir ziemlich deutlich nicht bekommen. Aber jetzt. Also fast alle bisher. Ein Sekunden Vorsprung momentan der Abstand nach hinten, also 1,1 Sekunden ist die Metall der Vorsprung zu nehmen. Also zwei Autos sind das sogar. Thank you.
bisschen konzentrieren, dass wir jetzt gerade ein bisschen dranbleiben. Weil ich will das Rennen gewinnen und nicht auf den letzten Meter noch verkacken oder was auch immer. So, haben wir es geschafft. Sehr geil! Sehr gut. Die erste Aufgabe ist schon geschafft. Wie gesagt, wir sind immer unter die ersten 3, 4. Wird auch reichen noch. Also mein Ziel ist es ja 20 Punkte zu bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 6 holen, 5 bis 6 holen. Dann wären wir durch. Aber mein Ziel ist es natürlich alles zu holen, ne? So, auf geht's. Rennen Nummer 2. Reicht mit Ziel Top 3 und eine Rundenzeit von 1,51 oder weniger. So, auf geht's. Da geht es, Digga. Diesmal holst du mich nicht bei der. Holst du mich nicht beim Start. Keine Sorge, ich fiel da vorne, die Katze krieg ich noch. Das ist. Also, man ist innerhalb der Top 3, das heißt, es wird jetzt. Jetzt haben wir nochmal Wett, nochmal Pfeffer. Jetzt wird sie freut. Ja, wie gesagt, wenn wir die jetzt anfangen zu schlagen, haben wir die Aufgaben sogar schon durch. Schnell, weil die Top-3-Platzierung ist machbar. Ich weiß, wie viel Zeit geht. Ja, die kriegen wir nicht, ne? Das ist doch nicht. Drei Sekunden Rückstand. Ah, oben ist die Gesamtheit, oben ist die Platzierung. Thank you.
schlagen wir direkt beide. Drei, ja, aber passt. Sehr gut. Den zweiten Versuch, der zweite Runde dann. Im zweiten Versuch hat die Aufgabe abgeschlossen. Sehr cool. So. Ah, 7 Sekunden waren es insgesamt. Aber wichtig ist, dass wir auch hier alle 6 Sterne mitgenommen haben. So, Tourverschaltung, sehr schön. Kommt der Wolfsgang. Stufe 3, okay. Ja, Stufe 8 mittlerweile schon. Und ein Audi RS5 Coupé und ein Spyker C8. Den wir dafür gekriegt haben. Gut. Abgeschlossen, liebe Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Warte mal, halt. Soll ich jetzt was Falsches machen? So, okay. In der nächsten Folge geht es dann mit 3 Events weiter. Ja, nämlich diese Mini-GP, die Mercedes Hot Lab und die Norwegian Open. Die werden uns dann anstehen, weil zum Abschluss in der übernächsten Folge geht es dann mit der Rookie Trophy weiter. Und die wollen wir dann natürlich erfolgreich beenden. Und dann können wir hier weiter dann irgendwann machen. Aber alles mit der Zeit. Bis morgen auf jeden Fall. 14 Uhr, wie immer. Mini-GP bei Drive Club. Bis dahin.